Hallo und herzlich willkommen zu den Sims 2. Schnell erstellen. Yeah, gib's mir, Johnny. Ach nee, Leon geht pinkeln. Hast du zu Hause kein Klo, kann das sein? Boah, dieses Telefon, fängt das schon wieder an. Nur weil die jetzt hier ein paar Aktivitäten machen mit den Sachen, die ich ihnen gekauft habe, kommt andauernd irgend so eine Tante und geht mir auf Kack. Den ich nicht habe. Jan, lass dich nicht davon stören. Mach einfach weiter. Mit dem Malen. Mit dem Werfen. Das kann nur unwichtig sein. Labert wieder einer rum. Was macht er jetzt da? Er geht pinkeln, obwohl Leon da steht. Ich kenne das aber anders. Das sind die Sims, die sind verklemmter. Ach, meine Sims, die hört das nicht. Die pissen sich auch gegenseitig an. Natürlich nicht. Hilfe. Set me free. Trust me and we will escape from the city. Johnny denkt, wir heiraten? Oh ne, aber doch nicht mich, oder? Da war doch noch was. Johnny war total sauer, wie du irgendwas bei mir machst. Er will mit dir plaudern. Hallo, Flaxi. Hallo. Du bist ein Arsch. Wie soll es Johnny Depp... Du spielst lieber Dart, als mit Johnny Depp zu sprechen. Ich fass es ja wohl nicht. Andere würden ihr letztes Hemd dafür geben. Redet ihr jetzt miteinander? Was hat Johnny im Kopf? Babys? Hä? Hey, Hilfe, nein! Jetzt gehst du ans Telefon hin. Nein, wer diese Kuh! Oh, die beiden können sich nicht ab. Wir retten das hier mal. Unterhalten, jetzt erzählen. Zaudern, nicht prahlen. Der arme Johnny, forever alone, ey. Von dem will keiner was. Na, die Tante. Was hilft von weit? So, bei uns ist noch gar nichts. Aber sonst hat er irgendwie Probleme hier. Ist nicht so gut oder schlecht. Ich hoffe, ich wieder noch fertig. Rob. Armer Johnny, ey. Keine Leine hier. Wie sieht denn das hier aus? Wie am Abend. Moment, ich kann mal was sagen, ob ich den Heidi angerufen habe. War eigentlich ja nicht. Also. Doch, ich weiß es. Das war Squall. Okay, ich hab den einfach nicht erkannt. Sorry. Wahn? Der wird auch Wahn, dass wir Wahn. Mit Jeff hat das ja nicht so, ne? Unser Marcel. Auch nicht mit Matt oder mit Trish. Mit Rico nicht. Das ist alle mal flüchtig gesehen. Mit mir ja. Das hat. Ich weiß nicht, das ist irgendwie wie in echt. Das ist merkwürdig. Amy, Titus. Die beiden haben es ja hier. Das ist cool. Mag ich, dass ihr beide uns auch versteht. Finde ich nett. I don't care what my family is. Ey, du willst hier nicht checken, Jan? Du willst hier nicht reden. Und ausgemacht wird hier schon mal gar nichts, ne? Warte mal. Was will die denn hier? Kannst du gleich verpissen, Alter. Keira Knightley will ich hier nicht haben. Nein, ich weiß auch nichts. Leon spült, wenn Johnny gepinkelt hat. Das finde ich aber geil. Johnny ist nicht mehr alone. Yeah. Leon, willst du hin? Leon! Du kannst doch mal ins Nachbarhaus gehen, ne? Da bin ich übrigens. Leon schmeißt unser Essen weg. Nee, der isst. Oh ne. Das stinkt schon. Leon. Oh ne. Wie kann man da abgelaufenes Essen essen? Oder so. Okay, Jan geht einfach hin. Kann ich verstehen. Alter. Läuft jemand rum, den ich kennen muss, den ich. Ne. Die tust wieder bräuchte nicht. Bist du überhaupt nicht? Nein. Ich sehe immer wieder, welche rumlaufen, die... Jan geht gar nicht pennen, liegt einfach nur da. Er will schlafen. Kannst auch... Ja, Leon, kotz mir ja nicht auf den Boden, ne? Ich hab dir gesagt, du sollst das nicht essen. Boah, Mr. Kennedy, ey. Träumen? Egal. Wiiu! Duschen. Was hat Kai für ein Problem? Das Bild ist fertig. Marcel, das Bild ist fertig. Marcel muss aber weiter malen, weil da ja noch jemand anderes gemalt werden will. Ich meine, wer da schon mal steht, ne? Hier, könnt ihr mal von nahem sehen. Wenn man sehen kann. Johnny, du stehst irgendwie davor.
Geil, wa? Nee, aber das war da hinten an die Wand. Neben mich. Hallo. Rahmen weiß. Was hat Johnny Probleme mit Babys und mit dem Telefon? Was ist los? Wenn du Babys willst, schaff dir welche an. Aber bitte nicht hier dran denken oder so. Finde ich gut. Passt überhaupt der Abstand hier? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja. Nö, ich mach das jetzt nicht. Ich mach das jetzt noch nicht. Nö. Nö, ich lasse erstmal Christian und Kai sich selber malen. Der liebe Marcel, der kann erstmal. Lauter mal mit dem. Christian ist. Wo? Ist der hier? Ah, der steht da. Gut. Geh mal malen. Mal dich mal selber. Marcel findet einen neuen Freund. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt Leon zuerst angeklickt habe. Nee. Wer duscht da eigentlich? Also Kai. Halt, achso, er bleibt wieder stehen, weil die Bilder erst geladen werden müssen. Ich vergesse das immer. Nee. So, Christian. Dein Bild ist hinten, das weiß ich. Ja. Zentrieren sieht gut aus. Doch, malte dich auch mal selber. Kommt dann aber, wie gesagt, hier hin. Und Kai dann auch. Ich hoffe, das wird euch nicht so stören. Ich habe extra Platz gemacht. Da kommen wir anders hin. Ganz wichtig, wichtig. Ja, red du mal. Das ist gut für die Freundschaft. Was ist mit dir los? Du wolltest nicht, du willst gar nichts irgendwie. Das irgendwie die Hälfte immer auf 11:30 oder was hier. Wie sieht es denn freundesmäßig aus mit Christian? Ja. Mit Jan wollte er was machen. Er wollte was machen mit Jan. Johnny vorstellen? Nee. Flirten, hast du einen Arsch auf? Reden. Plaudern. Jan, raus aus dem Bett. Warum stehst du jetzt da? Wohl? Johnny, das ist sein. Ihr redet. Sind ja die vier, ne? Marcel, warum? Na gut, dann rede halt mit Johnny, ist auch gut. Leon geht erstmal ein bisschen Dart spielen. Ist auch mal schön, Leben zu führen hier bei den Sims, ohne ständig Zombie sein zu müssen, ne, mein lieber Mr. Kennedy? Das ist gut. So, mag ich. Was ist jetzt hier los? Ihr sollt euch nicht hassen. Geht der Pin. Jetzt gehst du schlafen, du. Du Lümmel, du. Super. Kein Bock mehr auf Kai, jetzt geh ich pennen. Marcel führt Johnny gerade vor, wie man kocht. Christian, der malt und Marcel sieht wieder besser aus. Führe noch ein bisschen Gespräch mit dem und dann ist alles gut. Kann ich mit dir spielen? Ja, ihr mit eurem Wild Sex hat man damit auch. Red noch etwas. Christian hat Begeisterung für Kunst und Handarbeit entwickelt. Ihr mit eurer Handarbeit, das klingt bei Jungs immer scheiße. Er kann jetzt das Internet nach Seiten über dieses Hobby durchführen. Das kann man auch ohne dafür irgendwelche Begeisterung zu haben. Einfach nur so aus Neugier vielleicht. Ich bin hier mit dem Sound gar nicht. Leon, du isst schon wieder was Ekliges. Oh Gott, wenn mich das ja nicht gekotzt hat, ey. Du mir auf das Laminat kotzt, ne? Wischst du wieder auf?
Das bist du aber sowas von wieder auf. Ich würde sagen, der sieht jetzt an das Bett da. Das ist nur Marcells Bett, ne? Das ist alles schon ausgemacht, wem hier welches Bett gehört. Das ist nicht deins. Dann leg dich da rein, Alter, aber nicht in Marcells Bett. Kann man das hier nicht irgendwie... Johnny tanzt schon wieder. Johnny steht auf Zelda. Genau gesagt, aber Link to the Past. Der Musik an Leon immer. Der kann doch nicht mehr gut sein. Nachdem, was du gegessen hast. Marcel, du bist ein Ferkel. Hier abspülen. Kannst gleich säubern. Mir scheißegal, was du davon hältst. Du gehst das Vorraum. Ja, du. Er zeigt auf sich und hängt ihm jetzt den Kopf hängen. Ja, du kannst putzen. Du spülst ja auch nicht ab, weil das Ferkel. Jetzt isst Johnny auch noch was davon. Ihr seid doch alle eklig. Jetzt ernsthaft mal. Wow. Jetzt werden unsere Bilder richtig beleuchtet. Sieht ja geil aus. Nur ich bin was im Dunkeln, aber das ist ja nicht schlimm. Ach, Leon. Du siehst bestimmt sexy aus, wenn du tanzt. Aber nicht so. Wie würde ein echter Leon Kennedy aussehen? So, frage ich mich eigentlich schon seit längerer Zeit. Stimmt nicht schlecht. Marcel, schön schrubben. Nicht die Ecken vergessen, ne? Unterm Deckel auch, wenn's geht. Huh, jetzt kannst du duschen. Hast du verdient. Cool, das hättest du auch sauber machen können. Haben wir eigentlich keinen Putzmann hier? Der irgendwie jeden Tag kommt und sauber macht? Naja, aber eigentlich waren die Jungs ja bisher selbst sehr reinlich. Ja, Johnny spielt's auch einfach ab. Selbst Gäste können ihr Geschirr abspülen, ne? Nicht immer nur wir. Ach, egal. Was soll's. Es wird langsam sehr wohnlich hier, muss man sagen. Ich weiß eh nicht, wo das jetzt hinführen soll, weil ich meine, das ist ein Unendlichkeitsspiel. Sims haben kein Ende. Allerhöchstens, wenn man sämtliche Karrieren durch hat, aber das kann eher ewig dauern. Ich kann mir immer wieder anhören, das ist so geil, das Spiel ist am Blatt. Warum zum Teufel soll das interessant sein? Was habt ihr für Probleme hier? Ich will essen. Das räumst du mal auf, ne? Und dann isst du selber was. Und dann isst du selber was. Ja, das macht er so viel Spaß. Oh ja. Fettspaghetti servieren. Lecker, lecker. Was macht Johnny denn da? Halt. Was macht der da? Wieso steht er da rum? Hast du Langeweile, wieso setzt du dich dann nicht auf deinen Arsch? Hast du etwa Langeweile, dann setz dich doch bitte dahin. Warum spielst du nicht dort? Wieso redest du nicht einfach mal mit Leon? Warum tanzt du nicht wieder oder liest ein Buch oder was auch immer so interessant ist? Na egal. Und die anderen pennen dann. Es gibt zwei, die pennen. Leon will offensichtlich flirten. Und nicht schon wieder das beschissene Telefon. Was hat denn Leon Problem mit Johnny? Oh, Johnny stinkt. Jetzt weiß ich aber, was er für ein Problem hat. Johnny, geh nach Hause, du Müffelst. Oder geh dich hier duschen. Ich hab nichts dagegen. Welche Freude schon was dagegen, wenn Johnny Depp bei ihr duscht. Ach, egal. Es ist komisch. Eine Frau spielt dieses Spiel. Aber es sind nur Kerle anwesend. Oh, was ist hier los? Was ist Sie behalten die sich über Müll, den ihr gemacht habt. Der steht vor Leons Füßen. Ihr habt den Drecksmüll da gemacht. Ihr könnt ihn mal wegmachen. Wieso denkt Johnny ans Heiraten? Ich glaube, das hat immer noch mit mir zu tun. Oh je. Mann, Johnny, du stinkst, Alter. Geh nach Hause. Was will denn die Tussi jetzt hier? Sie tun, dass du wegkommst, ey. Ist die penetrant, die Alte. Verzieh dich! Das ist Christian Mahlen. Das ist schrecklich hier. Was kann sie dafür? Das kannst du essen, Leon. Ey, den ganzen Tag frisst der Kerl nur, aber man sieht ihm nicht an. Nein. Ach, der wollte mit Marcel jemand reden. Ach nee, Kochkunst. Okay, du kannst jetzt auch ins Bett, mein lieber Freund. Ja, ist egal wie. Johnny benutzt unseren PC, ich verstehe. Leon ist nur am Futtern.
Christian müsste gleich fertig sein. Jan steht wieder auf. Gut, was will er denn haben? Ja, Johnny, geh nach Hause. Du musst sowieso duschen. Du machst dann das. Du nimmst den Teller. Da steht schon wieder was gewaschen werden muss. Sind das hier eigentlich bis auf Jan alles keine Hausmänner? Die stellen einfach ihre Sachen hin und nach mir die Sintflut. Das Bild ist fertig. Das Bild ist fertig. Oh, was ein Erd da durchgemalt, ey. Okay, benutzen, schlafen. Wenn du das noch schaffst. So, dahinter ist Christian, der Kai malt sich dann auch noch und Marcel kann dann auch noch malen, was sich zu malen lohnt. Also vergessen. Wie steht's mit der Zeit? Schon wieder 16 Minuten. Also bei den Sims geht die Zeit rum. Ja, Christian, geh machen. Los. Jan geht essen. Leon schillt schon wieder einen Teller dahin. Ihr seid Ferkel. Geht doch einfach ins Bad und spült die Teller ab. Guck. Nee, er geht erstmal essen. Ich bin gespannt, ob er die Teller wieder alle aufräumt und spülen geht. Für alle anderen Ferkel hier. Und Christian pennt ja nicht weg, ne? Sieht nicht so gut aus. Er hat durchgemalt, ohne sich zu beschweren. Wow. Langsam hat es der Sim Christian gelernt, mir zugehorchen. Aber er hat die das Klo kaputt gemacht. Super. Geil. So, super. Kann wieder einer hier reparieren. Schauen wir mal. Leon, und du stehst da rumgestellt und nicht abgeholt. Kyle, mach den Kyle. Der kann aufstehen. Dann geht er was benutzen, dann kann er malen. Ist dann ist nämlich so gut, wie es geht eigentlich. Ach, du schämst dich, weil Christian duscht. Ja, dann geht er da hin. Ätzend mit euch. Aber Johnny und Leon stört es nicht, wa? Leon, du bist lang hier. Das gefällt dir wohl, wa? Bam, bam. Lass dich jetzt malen. Malen nach Zahlen. Dün, dün. Ach, hier meine Zelda-Remixes. Bam, bam. Also nicht meine, sondern die ich irgendwie mal auf YouTube gefunden habe. Es gibt ja so viele. Es gibt viele, aber es gibt auch nicht. Es gibt aber welche, die sind nicht so toll, sag ich mal. Und da. Das ist aber dumm jetzt. Also anpassen, das sieht so geklemmt aus. Oh, das passt schon so. So jetzt. Kann ich ja vorher nicht wissen, wie es zentriert aussieht, aber es passt schon. So jetzt. Tatsächlich, Jan räumt alles auf. Oh Mann. Wahnsinn. Nicht, dass mich das jetzt nicht freuen würde, dass wenigstens einer hier putzt, aber es sollte jeder für sich selber machen. Ich meine, Marcel spült das Klo nicht ab. Das olle Ferkel. Jan putzt die für alle. Warum steht Leon eigentlich da so dumm? Bist du irgendwie eingepackt oder wie? Was ist los? Was ist Leon? Was ist mit dir los? Ich will nicht erzählen, dass die alle mit Leon pimpern könnten. Oh Gott, tatsächlich. Wow, ihr könntet alle eine Menge mit Leon machen. Ich sehe es. Jan, isst du noch was? Ich sehe es, ja. Okay. Lass uns mal essen. Oh, das ist ein geiler Remix. Kann für dieses Lied mal jemand einen Text schreiben? Ich meine, das ist ja die Oberhymne von Zelda. Ah, das fehlt noch. Auf das Lied. Ein Song. Keine Ahnung, worüber. Einfach über die Spielserie. Ich weiß auch nicht. Es ist eine Hymne für jeden Gamer. Ich muss mal überlegen, aber ich kenne keinen, der noch nie Zelda gespielt hat. Also, wie kann man auch daran vorbeikommen? Ich meine, das ist einfach nicht möglich. Es war früher nicht möglich und heute ist es auch nicht möglich. Was ist mit Leon los? Jan putzt und putzt und putzt. Ich finde das cool.
Verabschiede dich einfach mal von Leon. Ich glaube, der ist irgendwie so backt oder so. Ich weiß nicht, was da los ist. Der steht da und macht nichts. Ciao, geheim. Der wohnt übrigens in einem Haushalt mit Aeris und mit Lightning. Nur mal, dass ihr es wisst. Sehr toll. Und dann bleibt er die ganze Zeit hier. Ich glaube, der hat schon genug von den beiden Weibern. Ciao, Leon. Man sieht sich. Ja, und auch ich gedenke mal, jetzt einen Schnitt zu machen, weil wir schon wieder... Oh, über 20 Minuten. Ich mache hier einen Cut und bis zum nächsten Mal bei den Sims 2, wenn Kai auch sein Bild fertigstellen wird. Also bis dann.